Willkommen zurück bei Running Torchlight. Im letzten Video habe ich gezeigt, wie ich bei diesem Projekt den Deckel drauf mache. Also nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret. Daher sollte der Abschluss dieses Projektes jetzt nur noch eine Formalität sein, oder? Im folgenden Video seht ihr, wie ich diese Motorüberholung durchgeführt habe. Es soll keine Anleitung sein. Ich rate auch niemandem, diese Arbeit durchzuführen, ohne die notwendigen Kenntnisse zu haben. Vor jeder Reparatur an meinen MZ-Motorrädern lese ich die mir zur Verfügung stehenden Reparaturanleitungen. Es ist also wirklich wahr. Endlich kann ich den Motor, den ich jetzt die letzten Monate vorbereitet und aufgebaut habe, in meine MZ ES150 einsetzen. Und das ist bei dem Motorrad wirklich kein großes Problem. Wie ihr seht, kann man den Motor eigentlich komplett herausheben. Man muss nur die Hupe beiseite legen oder alternativ die Zündkerze rausschrauben. Ähnlich unkompliziert setze ich also jetzt mein neuestes Meisterstück hier ein. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und demnächst startet dort mein nächstes Projekt, die MZ-TS-250-1. Ich stehe buchstäblich in den Startlöchern. Wenn ihr nichts von diesem Projekt verpassen möchtet, abonniert am besten jetzt meinen Kanal. Endlich war der Tag des Rollouts gekommen. Der Lohn für die viele Arbeit und Mühen sollte jetzt eingefahren werden. 3, 2, 1, Ignition and Start. Also, die machte ja sowas von gar keinen Mucks an diesem Tag. Auch spätere Versuche schlugen einfach fehl. Kein Mucks. Deshalb habe ich mich nochmal an der Zündung zu schaffen gemacht, die ich vorher schon richtig eingestellt zu haben glaubte. Mit meiner Prüflampe suche ich zunächst den Zündzeitpunkt und messe diesen dann mit meinem Mini-Messschieber aus. In diesem Fall habe ich den Zündzeitpunkt sogar noch etwas auf früher gestellt. Erstaunt war ich darauf hin, dass es zu keiner Zündung mehr kam. Der Unterbrecher hat einfach nicht mehr kontaktiert. Mit meinem Schraubenzieher habe ich dann den Unterbrecherkontakt kurz geschlossen und konnte so den Zündfunken erzeugen. Irgendetwas stimmte also nicht mit meinem Unterbrecherkontakt. Diese unwillkommene Gelegenheit habe ich also genutzt, mich zum ersten Mal genau mit dem Unterbrecherkontakt auseinanderzusetzen. Ich wusste schon, dass es verschiedene Bauarten gibt, die braunen Pertinax-Unterbrecher und die hellen Plastikunterbrecher. Dann gibt es noch zwei Bauweisen für alte und neue Lichtmaschine. Die alten Lichtmaschinen haben die Einstellwarzen für den Zündzeitpunkt und die neuen Lichtmaschinen haben die Einstellschraube. Dann habe ich noch weiter rumgespielt, aber schlussendlich habe ich mich einfach dazu entschieden, einen meiner vorrätigen Unterbrecherkontakte einzubauen, damit die Maschine endlich zum Laufen kommt. Unterbrecherkontakt richtig einsetzen, den Schaltabstand einstellen auf 0,3 oder 0,4 mm, je nachdem, was einem besser gefällt, Zündzeitpunkt suchen, Zündzeitpunkt messen, gegebenenfalls korrigieren auf 3 mm vor OT und da ist ja schon der Zündfunke. Der Motor läuft und klingt kerngesund. Hier könnt ihr es sehen. Oder fällt euch hier noch etwas Besonderes auf? Keine Sorge, mir ist es auch nicht aufgefallen. Aber wir werden uns das später nochmal anschauen. Ich habe mich auf jeden Fall sofort in die Einfahrphase gestürzt. Der Motor muss einfach jetzt systematisch gefahren werden und ich wollte auf ca. 1000 Kilometer kommen, bevor ich die große Tour zum Stifser Joch antrete.
Als Generalprobe für die Stilfser Joch-Tour habe ich mich dann ins österreichische Vorarlberg auf den Weg gemacht. Und wie es mir dort ergangen ist, könnt ihr euch ausführlich anhören in meinen Österreich-Vlogs von 2023. Ich verlinke es euch hier noch einmal. Die Tour war einerseits schön, auf der anderen Seite von vielen Pannen gestört. Und ich bin nur mit Mühe und Not am Zielort angekommen. Ich habe also meinen einwöchigen Aufenthalt in Vorarlberg zum Teil dafür genutzt, mich auf die Fehlersuche an meiner MZ-ES150 zu machen. Nebenbei habe ich dann das Zündfunken-Diplom gemacht. Ich habe kleine Mikrofunken gesehen, etwas stärkere Doppelfunken bis hin zum fetten Dreifachfunken. Zündungsseitig hatte ich also wirklich jedes Bauteil in der Hand. Im Grunde habe ich die gesamte Zündung ausgetauscht. Aber dann habe ich mir auch noch die Lichtmaschine angeguckt und fand eine böse Überraschung. Rotor und Stator hatten Schleifspuren. Wie konnte das denn nur passieren? Da ich mir nicht sicher war, ob diese Schleifspuren neu oder alt waren, habe ich mit etwas Lackstift einen Abdruck gemacht, also im Grunde den Rotor eingepinselt und dann den Motor mal laufen lassen. Und am Lack konnte ich dann zweifelsfrei erkennen, dass die Schleifspuren frisch waren. Der Rotor streifte immer genau an einer Statorwicklung. Vielleicht lag es ja an der Lichtmaschine. Darum habe ich zum Versuch eine zweite Lichtmaschine verbaut, mit folgendem Ergebnis. Mit der zweiten Lichtmaschine war die ganze Sache also noch viel schlimmer. Mir schwante natürlich schon längst, was das Problem eigentlich war. Nur um sicher zu gehen, habe ich jetzt also meine Messuhr hervorgeholt und mal am Wellenstumpf nachgemessen, was den Rundlauf meiner Kurbelwelle angeht. Circa 1/10 Rundlauffehler. Das war vor dem Einbau nicht so gewesen. Ich hatte ja extra nachgemessen. Und woher es kommt, ist für mich natürlich relativ klar. Meine fehlgeschlagenen Einbauversuche haben die Kurbelwelle deformiert. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als ich definierte, dass dieser Motor mein Sahnestück werden sollte. Zum Vergleich habe ich noch meinen alten Motor herausgezogen, den ich 2019 überholt hatte. Der hat am Wellenstumpf fast null Rundlauffehler. Ja, dieser Motor hat mich auch immer begeistert und war mein Referenzstück. Nun ist er immer noch mein bester Motor. Und dass dieser Rundlauffehler sich auf die Lichtmaschine niederschlägt, ist jetzt auch kein Wunder. Da ist wirklich nicht viel Luft zwischen Rotor und Stator. Wenn man das Spiel zusammennimmt, ist da maximal 4/10 Luft. Und wenn man jetzt genau in diesem Video nachsieht, sieht man eigentlich, wie der Rotor auch leicht taumelt. Ich hatte das einfach falsch eingeschätzt. Ist dieser Motor damit Geschichte? So viel also zu dem Thema, dass dieser Motor hier mein Sahnestück werden soll. Das ist er mit 1/10 Rundlauffehler natürlich nicht. Und trotzdem ist er in Österreich eigentlich sehr gut gelaufen, also wenn er mal lief. Dass die Kurbelwelle beim Zusammenbau eins mitbekommen haben könnte, habe ich natürlich geahnt. Aber ich wollte es im Grunde gar nicht so genau wissen. Das hätte meinen gesamten Zeitplan durcheinander geworfen. Ich wollte ja auf Stilfser Joch mit diesem Motor. Nun, zu dieser Ausfahrt ist es leider aus anderen Gründen dann gar nicht mehr gekommen. Die ständigen Zündprobleme haben mich auch wirklich schlussendlich sehr genervt. Möglicherweise sind diese nun behoben, aber ich weiß es nicht so genau, weil sie ja immer erst spät auftauchten. Dass ich jetzt weiß, dass die Kurbelwelle unrund läuft, erklärt die Zündprobleme nicht wirklich,
Aber ich kann nicht ausschließen, dass sie darauf auch einen Einfluss haben. Wenn nämlich der Rotor am Starter schleift, so richtig gut kann das ja für die Bordelektronik auch nicht sein. Zumindest mal nicht auf Dauer. Und das zweite Thema sind die Vibrationen. Ja, mir war aufgefallen, dass die Vibrationen an diesem Motor etwas mehr sind als an meinem alten Motor. Aber sie fühlten sich eigentlich nicht kritisch an. Ich hätte damit auch weiterfahren können. Schlussendlich ist jetzt hier eine Pattsituation. Der Motor läuft und für kurze Strecken wäre er absolut ausreichend. Aber meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Deshalb habe ich die Lust auf diesen Motor hier jetzt eigentlich schon verloren. Ich werde vermutlich den alten Motor wieder einsetzen und mir dann diesen Motor nochmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Vielleicht kriege ich es ja doch noch hin. Und alles Schlechte hat auch was Gutes in sich. Das Thema mit dem Kurbelwellenrichten interessiert mich jetzt doch immer mehr. Und ich überlege, ob ich das in Zukunft nicht selber mache. Das muss ich mir natürlich erstmal aneignen. Ein paar Werkzeuge braucht es auch dafür. Und damit hätte ich diesen Arbeitsschritt zumindest zu mir zurückgeholt und muss das nicht mehr extern machen lassen. Ich habe schon öfters gesagt, es ist nicht so einfach, jemanden zu finden, der einem das super gut macht. Ihr seht also, ich habe noch Pläne mit diesem Motor und dem Motorrad. Aber nicht mehr dieses Jahr. Ich habe mich entschieden, das Ganze jetzt auf nächstes Jahr zu verlegen und die ES kommt ins Außenlager. Dafür steht hier demnächst meine TS250-1. Auf die freue ich mich schon sehr und ich möchte sie gerne auf nächstes Jahr zum Laufen bringen. Das ist meine neue Priorität. Und wenn ich da mal wieder Lust habe auf die ES, dann mache ich einen Ringtausch. Soweit so gut. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran bei Running Torchlight. Bis bald.